Riolu ist ein Pokémon mit dem Typ Kampf, existiert seit der vierten Spielgeneration und entwickelt sich zu Lucario. Das ca. 70 cm große Pokémon Riolu hat einen Körperbau, welcher dem eines Kindes sehr ähnlich sieht. Seine Beine, die direkt in die Füße übergehen, sind mitsamt der Füße schwarz gefärbt, der Rumpf ist blau und an den Enden der Beine bildet er eine Kugel. In der Mitte des Körpers wird der Rumpf schwarz, die Grenze ist durch ein Zickzackmuster erkennbar. Es hat außerdem einen kleinen dunkelblauen Schweif, der Kopf ist blau und im Vergleich zum Rest des Körpers recht groß. Um die Augen herum bildet sich ein schwarzes Muster, das dem einer Maske ähnelt. Die Arme von Riolu haben jeweils drei Finger und Ansätze für Metallstacheln, die sich erst bei seiner Entwicklung ausbilden. In seiner Shiny-Form ist der Teil des Körpers, der normalerweise blau ist, gelb und die schwarzen Körperregionen sind an einem dunklen Blau gehalten. Riolu ist trotz seiner Größe ein kräftiges, robustes und vor allem ausdauerndes Pokémon. Durch seine blaulichen Merkmale ist es in der Lage, sehr schnell wie mit Ruckzuck-Hieb und gezielt im Kampf zu agieren und zu reagieren. Mit den Metallstacheln auf seinem doch schon sehr kräftigen Arm ist Riolu in der Lage, Attacken wie Metallklau und Zertrümmerer einzusetzen. Es kann auch mit bloßen Händen ganze Felsen in Kleinstteile zerlegen. Neben seiner physischen Kraft kann es auch mit seinen speziellen Angriffen punkten. Durch Attacken wie Kraftwelle und Gegenschlag kann es selbst effektiv agieren. Es hat zwei Fähigkeiten und eine versteckte Fähigkeit. Eine Fähigkeit ist Felsenfest, welches die Initiative des Pokémon immer erhöht, wenn es zurückschreckt. Die zweite Fähigkeit ist Konzentrator, durch die es nicht zurückschrecken kann. Und die versteckte Fähigkeit ist Strolch, die es Riolu erlaubt, mit statusverändernden Attacken zuerst anzugreifen. Riolu hat einen sehr kräftigen Körper, der es ihm ermöglicht, in einer Nacht drei Berge und zwei Täler zu durchqueren. Es nimmt die Emotionen der Pokémon, die sich in seiner Nähe befinden, in Form von Wellen wahr. Zudem kann es über diese Wellen mit seinen Artgenossen kommunizieren und je nach Gefühlslage verändern sich diese zu. Finden ist es in bergigen Gebieten wie der Höhle der Schulung und dem schroffen Berg. Dabei ist die Vorentwicklung von Lucario und entwickelt sich durch einen hohen Freundschaftswert weiter, wenn gerade Tag ist. Im Laufe der Entwicklung wird Lucario größer und bekommt Stacheln an den Handaußenflächen und der Brust. Dazu bekommt es Beigesfell am Bauch. Lucario selbst kann sich dann noch mit einem Lucario Need zu Mega Lucario weiterentwickeln. Und mit dem Typ Kampf nimmt Riolu halben Schaden gegen Gestein, Käfer und Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Flug-, Psycho- und Fee-Attacken und der Rest macht normalen Schaden.